ja, tschüss einfach. Das passt so. Ich habe auch schon Bier getrunken. Gut, gut, tschüss. Ja, was ist denn jetzt los? Auf geht's! Auf geht's, Bruder! Liebe Wiesengaudi-TV-Zuschauer, wir stehen mal wieder auf dem wunderschönen Käferballbalkon. Und wer steht bei mir? Mein Name ist Dr. Afshin Fatemi. Afshin. Hallo Afshin. Wir kennen dich aus dem Fernsehen, er ist Schönheitschirurg. Was verschlägt dich auf die Münchner Wiesen? Sagen wir mal, was würde mich nicht herverschlagen? Es ist einfach toll hier. Die Stimmung ist toll. Ich mag die bayerischen Getränke und das bayerische Essen. Ich mag sogar den bayerischen Akzent. Ich konnte es nicht, noch nicht so gut sprechen, aber... Ja, das lernst du schon, wenn du lang genug da bist. Es ist... Die Tracht ist toll, es macht Spaß, das Ganze zu tragen. Es ist einfach riesig hier. Wo kommst du denn gebürtig her? Gebürtig komme ich aus Mainz. Aus Mainz, ja. Okay. Da gibt es keine Wiesen. Da gibt es nur Karneval, es ist so ähnlich. Richtig, aber das haben wir heute auch schon gelernt. Also viele verwechseln das ein bisschen. Aber du schaust sehr gut aus. Wer hat dich denn eingekleidet? Hast du das irgendwie selber gemacht oder hat dir jemand geholfen? Nein, ein Freund von mir hat mir die Grundausstattung geschenkt, schon vor Jahren. Und letztes Jahr hat er mich hergeschickt und hat gesagt, nein, jetzt brauchst du eine neue Hose. Das heißt, nur die Hose ist von mir. Okay, die Mütze auch. Und alles andere. Die Mütze hat er mir eigentlich verboten. Er hat gesagt, das ist keine Mütze. Das ist ein Hut. Das ist ein Panama-Hut, ja. Ja, genau. Ich wurde heute auch schon auf meine schöne Mütze angesprochen. Ich sagte, das ist ja keine Mütze, das ist ein Hut. Aber folgendes, wenn wir jetzt schon einmal einen Schönheitschirurgen da haben, gibt es da jetzt so was wie ein Pre-Wiesen-Facial oder irgendwas, was man da machen muss, dass man vielleicht präventiv seine Haut auf diese anstrengende, suffreiche Wiesen vorbereitet? Naja, weniger wichtig als seine Haut im Speziellen vorzubereiten, ist eher, dass man den gesamten Körper vorbereitet. Man muss gesund sein, ausgeschlafen und man soll den Körper möglichst mit Vitaminen und Flüssigkeit anreichern. Das heißt, man muss den Körper auf das möglicherweise Ungesunde, das dann kommen könnte, vorbereiten. So sieht's aus. Die Haut kann natürlich auch immer Feuchtigkeit und Fett vertragen. Man ist ja auch viel draußen. Der Alkohol selber trocknet die Haut ja auch aus. Insofern ist Feuchtigkeit und Fett vorher schon nicht schlecht. Also die Haut schön pflegen. Vielleicht mal eine Hyaluronsäureampulle oder ähnliches nehmen. Die Haut auch vorbereiten auf das, was dann kommen könnte. Okay, aber man wird jetzt nicht per se vom Bier hässlich. Grundsätzlich nicht. Also ich sehe hier recht wenig hässliche Menschen. Also wenn man vom Bier hässlich würde, müsste ich ja nur hässliche Menschen sehen. Ich sehe keine. Was sind denn momentan so die gängigsten Schönheits-OPs bei Frauen? Bei Frauen sind natürlich ganzjährig sowas wie Fettabsaugung, aber auch Brustvergrößerung sehr gefragt, aber auch immer mehr nicht operative Behandlungen. Zum Beispiel nicht operative Straffung des Gesichtes, Anhebung der Brauen und Unterspritzung. Das ist mit diesen Alufäden, oder? Kann man, das nee, ist das nee, so, oder? Nee, Fäden. Also ich kenne recht wenig ernstzunehmende Ärzte, die diese Fäden unter die Haut einsetzen würden. Das sind eher Technologien, ähnlich wie Laser. Okay. Die das ausgeleierte Kollagen wieder straffen und damit eben Gesichtsstraffungen erreichen. Also das Wichtigste ist immer noch den Damen ein straffes, schönes Gesicht. Das ist auch die Visitenkarte. Wie schaut es bei den Herren aus? Auch viele Herren wünschen sich straffes Gesicht. Ja, insofern ist auch bei den Herren nicht operative Behandlung gefragt. Aber ansonsten ist dort als Operation des häufigsten immer noch die Fettabsaugung. Das heißt, der dicke Bauch muss weg. Ja, da sagst du was Wahres, vor allem nach der Wiesn. In diesem Sinne, wir verabschieden uns nochmal ganz herzlich von unseren Zuschauern. Tschüss.